Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Ach Gottes Willen, du bist es. Ja, Mann! So. Ob ich mir diese Maske mal leihen kann für privat? Ach, du Sau. Nikita Nzinga Thompson. Ein klangvoller Name und eine Frau, die ein bewegtes Leben hat. 1980 wird sie in Birmingham geboren, lebt erst bei ihrer Mutter und mit 6 Jahren bei einer befreundeten Pflegefamilie. Von da an hat sie 2 Mütter. Als Jugendliche ist sie begeisterte Leichtathletin, wird sogar Profisportlerin und entscheidet sich dann doch für ihre Leidenschaft. Das Tanzen. Nikita tanzt, wird Choreografin und unterrichtet sogar Hollywood-Star Tom Hanks. Ihre privaten Idole sind dabei immer ihre beiden Mütter. Das sind für mich meine Mütter, meine Idole. Inzwischen ist Nikita Unternehmerin. Sie führt ihr eigenes Modelabel und eine Tanzagentur. Sie hat ein Buch geschrieben und spielt eine wichtige Rolle bei Germany's Next Topmodel, wo sie Gastjurorin ist und junge Models für den Laufsteg coacht. Ihr Lebensmittelpunkt ist das weltoffene Berlin. Und da bin ich nun in blumiger Vorfreude auf meinen Besuch bei Nikita Thompson. Du bist es. Ich habe ein Guckloch. Ne? Hallo! Hi. Oh, wie gut. Cool. Das ist ja mal mehr. Ist das dein Indoor-Hut? Ja, ich habe Indoor und Outdoor, mache ich keinen Unterschied. Diva bleibt Diva. Ja. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Wie schön. Ich habe dich jetzt einfach geduzt, das ist total übergriffig. Tut mir leid. Aber duzen ist super bei mir. Wir haben uns ja schon mal gesehen. Und ich bin ja schon lässig und auch noch sehr jung. So. Und wieder eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Ich habe dir Blumen mitgebracht, aber ich habe jetzt wieder das. Ich riech sie schon. Ja. Ich stehe auf Blumen. Du kannst ruhig du sagen. Achso, du meinst die Blumen? Okay. Ja, ich meine die Blumen. Ja, sie ist. Das S kommt mit. Warte, ich muss in die Küche aber jetzt dann, ne? Ja, soll ich mitkommen? Jo, warum nicht? Ja, aber du kannst die Jacke auch hier hinhängen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Häng mal alles ab hier so erstmal. Ich hänge hier bei ab. Bei mir ist alles etwas kleiner, aber dafür feiner. Das ist ein Satz, den ich auch öfter sage. Ja? Jetzt habe ich ihn erst gecheckt. Das Aha, ich mach ganz groß, ist meine teuerste Jacke. Die habe ich gleich extra vorne hingehangen, damit ich teuer aussehe. Nikita, du siehst auch in einem Leinensack teuer aus, möchte ich sagen. Ist ja. Gut. Ich war noch am Vorbereiten, bin noch nicht ganz fertig. Ich wollte uns Wasser mit Zitrone machen. Da stehe ich jetzt drauf, seitdem ich im Ausland gerade war. Ich habe gesehen bei Instagram, ich stalke dich da, ja. Schön, und gut. Kannst du auch liken? Ja, selbstverständlich. Followst du mir? Ja, selbstverständlich. Habe ich jetzt gelernt, sollte ich fragen. Ohne Schamgefühl. Ich lasse auch vielleicht mal einen Kommi da. Cool. Und ich habe gesehen, die letzten 10 Bilder sind ja wirklich nur du in sehr schönen Posen mit sehr wenig Kleidung. Ja, na ja. Am Strand. Bikini. Ja. Ja, Bikini. Es hört sich ja an, als wäre ich ja, weiß ich nicht, sonst was. Ja, aber wir haben ja auch ein Problem mit Haut. Und ich will einfach zeigen, man braucht keine Probleme haben mit seiner eigenen Haut. Soll ich dir eigentlich was helfen? Nö, du bist das. Nein. Wenn du das 10. Mal kommst, dann kannst du mithelfen. Dann sage ich immer, komm, mach jetzt mal, sonst ist das so hotelmäßig. Man fühlt sich so, man kann sich nicht locker machen. Aber bei mir wird sich immer locker gemacht. Deswegen finde ich auch, ich hatte ja davor so eine Wohnung in Charlottenburg. Die war so richtig. Was haben die mir alle gesagt? Instagrammable, haben mir Leute gesagt. Sehr gut. Altbau, Flügeltüren, jawohl. Und so, ja. Und ein Aufzug habe ich ja jetzt auch, aber nicht so. Ging in die Wohnung, der Aufzug. Ich kam mir vor wie im Hotel. Jeden in dieser Charlottenburg-Wohnung jetzt. Jeden Tag dachte ich, ich bin im Hotel. Aber die Wohnung macht man doch selber dann durch seinen Spirit irgendwie. Ja, aber da konntest du nichts dran machen. Und überhaupt sind dann auch nicht so tolle Sachen passiert. Und dann dachte ich, weißt du was? Du musst wohin,
wo die Leute lässiger sind, wo die Leute irgendwie wärmer sind, herzlicher. Das war nix. Und hier bist du jetzt, fühlst du dich jetzt zu Hause? Ja, ich fühle mich total zu Hause. Die Leute sind so nett, man sagt sich Hallo beim Vorbeigehen. Ich komme ja aus dem Dorf. Wärmeskirchen. Wärmeskirchen. Hört man überhaupt noch irgendwas? Ja. Wärmeskirchen. Das hört man ganz oft, du verfällst ganz oft in den Slang. Das kriege ich gar nicht mit. Ja, aber das ist super, ich finde das total gut. Ja? Ja. Das habe ich oft, wenn ich nach Köln natürlich gehe. Da, wir waren ja in so einer Sendung zusammen. Genau. Die Gegenteilshow, gell? Richtig, genau. Darf man das sagen? Ja, ne? Ja, du, wir sind doch alle eine Familie beim das Fernsehen. Das sieht ja schön aus. Oh, das ist ja super, das kommt auf den Wohnzimmertisch. Das freut mich sehr. Jetzt kannst du Hand anlegen. Einmal. And just follow the leader. Ja, okay. I follow the leader. I guess you are the leader. Der Song geht so. Follow the leader, 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 follow the leader. Here we go. Follow the leader, 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 follow the leader. Here Bein we go. Hoch. Ja! Du hast mir gerade einen Schienbein gegeben. Aber ist okay. Oh, wie schön! Welcome! Ach, danke schön! Vielen guck mal, Dank! Wie geil das jetzt passt. Jetzt mal ohne, ich will nicht schleimen, sondern ich will sie wirklich ehrlich. Guck mal, das machen wir weg, sonst sieht das nicht gut aus. Das, okay, mach ich ganz nervös. Weg. Dann stell ich das. Wo soll ich denn hinstellen, dass du nicht nervös wirst? Mhm, sag ich dir. Oder ich mach halt einfach du in der Hand. Noch? Ja, genau. Ich bestimme gerne, ne? Sorry. Ja, das ist okay. Ich lass mich auch gern bestimmen. Ja? Ich bin gerne devot. Ja, schön. Finde ich gut. Devote Männer. Dann kannst du einfach hier drauf machen. Ja. So halbmäßig. Super. Ah, das gefällt mir aber jetzt mal. Wie schön hast du das hier. Wirklich. Und es kommt Licht rein und so. So richtig gemütlich. Take a seat. Ich hab dir schon normales Wasser erstmal mit Sprudel, wenn du das überhaupt magst. Du, ich sehe gerade, soll ich eigentlich die Schuhe ausziehen? Oh ja. Ja, entschuldige bitte. Ab mit dir. Das tut mir sehr leid. Raus. Ich zieh die sofort aus. Komm. Die sind aber, die haben quasi, also die sind wirklich fast neu. Ja, ja, sagen wir alle. Die haben echt kaum Boden berührt. Da hast du mich aber super abgelenkt. Das ist echt ganz. Ja, also. Berlin ist so sauber. Ja, Berlin hat die saubersten Straßen. Soll ich die nach draußen stellen in den Flur? Ja, guck mal, das mache ich. Ich bin ja trotzdem wirklich. Ja, bisschen, hast du die Schüche? Bisschen warm innen drin. Du musst, macht nichts. Dankeschön. Gerne, vom Herzen. Das ist aber schön mit den, mit den Gästeschlappen. Ist das gemütlich? Das ist total gemütlich. Ja, ich finde die auch supi. Ist das geil? Sorry, nee, ist so genau richtig so. Genau richtig so, dass man sich wirklich einfach mal fallen lässt. Kann ich mal einen Schluck von dem bestimmt sehr, sehr leckeren Zitronenwasser? Ja, ist noch nicht. Das ist jetzt noch ganz normal. Das fiel mir noch in letzter Sekunde ein. Vielen Dank, dass ich dich hier besuchen darf. Gerne, denn ich habe immer gesagt, niemals kommt ein Kamerateam in meine Wohnung. Ja, aber wir sind da anders. Ich finde es auch. Ja. Ich hab ja dich gesehen mit Bruce. Ja, konnte nicht mehr. Ganz, das war ja witzig. Ein toller Mensch. Ja, wirklich. Ja. Also ich kenne ihn gar nicht so gut, aber immer wenn ich ihn gesehen habe, hi darling, I saw you doing well. Ritterschlag. Hat mich echt gefreut, weil er hat ja schon einiges gesehen. Er kommt aus einer ganz anderen Ära. Ja. Dementsprechend hat er ganz andere Sachen erlebt. Absolut. Als ich. Ja, ja. Du bist gar nicht da. Du bist alleine hier in der Wohnung, ne? Weiß ich nicht. Ah, im Moment nicht. Im Moment bin ich ja da. Aber du bist ja eh kaum hier. Doch, ich bin schon hier. Sie, ich grad, was du darfst auch fällt, kauen. Sehr gerne, ich kaue. Das kommt besonders gut, wenn man spricht und dabei was in den Mund nimmt. Machst aber du jetzt, so an den Seitenbacken? Nee, ich mach das dann so. Ich stelle die nächste Frage. Guck, ich mach so. Als und dann Mano, geht das. Als Brando. Kannst einfach quatschen. Ja, so ist nicht gut. Du hast einen kleinen Mund. Das hat. Du hast einen Mini-Mund. Also? Das hat noch niemand gesagt. Mal so? Oh, der ist klein. Der Mund. Mhm. Damit das nochmal klar ist, der Mund. Das hat Marlon Brando gemacht bei der Party. Stimmt. Ja, ich muss den Angebot das gerade haben. Hat er wirklich gemacht? Ja, wirklich, muss ich trauen. Eine Wartepause hat er sich da angesteckt. Wie cool. Mhm. Schluckeln. Sorry. Wo arbeitest du denn eigentlich? Ach so, ich habe eine Tanzagentur, stimmt. Ja, ich habe eine Tanzagentur seit 2011, weil ich ja nicht damit gerechnet habe, dass ich irgendwie in der Jury sitzen werde oder so. Ich würde die gerne mal sehen, diese Tanzagentur. Die ist doch hier, die ist doch in der Nähe hier. Ja, ums Eck. Lass uns doch da mal hingehen irgendwie, ja. Weil das ist ja dein, das ist ja deine Passion. Das ist mein Baby. Ja, dann lass uns dein Baby. Wenn ich da reingehe, dann denke ich immer, Mensch, hier könnte ich auch wohnen. Apropos wohnen, wo schlafe ich denn heute eigentlich? Im Tanzraum. Das wird so gemütlich. Wir nehmen auch die
Kissen mit, die ist schön. Dass du auch so ein heimliches Gefühl hast und mich riechen kannst. Meine ich nicht böse, meine ich wirklich nicht böse, sondern bei mir kommt kein Mann hier in mein Bett. Das geht nicht, wenn meine Mutter das sieht. Also es geht ja, das wollen nicht. Wir natürlich nicht. Außerdem passt es ja, ich bin ja auch ein Traumtänzer. Ja. Oh, bist du wirklich, das macht Sinn. Ja. Das passt wirklich zu dir. Scheiße. Doch, warum hast du den Namen abgekriegt? Ja, aber ich passe mir. Das passt wirklich. Hans Kuck in die Luft und Traumtänzer. Ich bin Hans Kuck in die Luft. Aber mein Vater hat mal gesagt. Dann musst du Lisa gucken. Es gab nur Hans damals. Das war nicht so gendermäßig. Das war noch nicht gegendert. Da war nichts gegendert. Du bist Hänsin. Ich weiß noch das Bild von ihm. So. Mhm. Und ich habe immer den Mund aufgehabt, gerade beim Fahrradfahren oder so. Hat er gesagt, mach den Mund zu, sonst kommt Fliegen rein. Und ich habe immer so da gesessen. So. Also was? Aber ich musste ja flüchten. Ich war immer in meiner Traumwelt. Aber das ist schon der Modelblick so ein bisschen mit dem Hals. Ja, genau. So, Mund so. Ja, voll. Ja, klar. Ausatmen. Also man könnte es auch stöhnen nennen, aber. Nee, nicht so traurig gucken mit den Dingen. Hier bleibt alles normal, ganz weich. Ja, du gehst aber mit. Es ist kalt, du machst so. Ich kann gar nicht anders. Das ja, du ist, musst so machen. Ich brauche mal eine Botox-Behandlung. Du machst so, als würdest du gleich so fainten. Das lieben Männer doch. Wenn ich was? So fainten, so, als würde man gleich so umkippen. So, ach Gottes Willen, du bist es. Ja, fast, ja. So, ich laber nicht. So, wir gehen jetzt in die Agentur. Ja, wir gehen in die Agency. Die ich Agency. Sage immer Agency. Agency? Weil ich bin ja so international. Absolutely, then und I just finish my water and then ich habe gar nicht das Agency. Wasser jetzt. Ich bin, siehst du, was für eine Gastgeberin. Ich habe dir normales also Wasser gegeben und ich habe extra so hübsch gemacht. Komm hier, dann ja. Hast du wenigstens einmal ein bisschen Zitronengeschmack. Oh ja. Gott. So, ja, mach einfach. Trau dich, das ist so bei diesem Gedöns. Und wenn es schlabbert, ist auch nicht schlimm. So ein Tröpfchen darf daneben gehen. Das Bonjour-Tröpfchen. So. War wirklich ein Schenkelklopfer. Mm. Prösterchen. Ich laufe hier auch übrigens extra, damit jeder lesen nein, kann. Nein, das ist falsch. Ich mach ganz normal. Ganz okay. Effortless ist ich besser. Ich mach ganz normal. In your face. Ich mach effortless. Hier sind wir. Das ist jetzt die Tanzagentur. Hi. Da sind schon die, diese Tänzerinnen werden aber immer jünger. Kommt zu mir. Ja, woher kennt ihr mich? Von Spotlight. Spotlight, ja, das Spotlight. Ist toll. Ja. Kennst du das? Ja. Wirklich? Das ist von Nickelodeon. Jawohl. So. Ja, kennt sich aus. Ich dachte, ihr seid Tänzerinnen. Ja, das werden die wahrscheinlich noch. Wollt ihr mal Tänzerinnen werden? Wart ihr mal, habt sehr ihr schon getanzt? Wir waren schon mal beim Ballett. Oh, und das hat Spaß gemacht oder weniger? Kannst ruhig ehrlich sein, nicht so cool, ja? Okay. Naja, die Lehrerin war ein bisschen streng. Genau, wenn das zu streng ist, das soll ja erstmal Spaß machen. Und nachher kommt ein Moment und danach kann man ja lernen. Vielleicht versucht ihr mal vielleicht so ein bisschen Urban Dance, Hip-Hop. Wie wär's denn damit? Ja. Ein bisschen bouncen. Das macht nämlich richtig Spaß, da geht das Herz auf. Wie heißt du? Celine. Celine. Clara. Clara. Vielen Dank, dass ihr zu mir gekommen seid. Tschüss, Cindy und Clara. Ciao. Süß. Also ich habe das immer hier, ich liebe es. Ja, wirklich, wie bestellt. Das ist wirklich hereinspaziert. Sehr gerne. Ja, meine Mädels sind schon am Stießen. Hallöchen. Sie sind etwas schüchterner als ich. Hallo, ich würde mich gerne bewerben als Traumtänzer. Kein Problem, deine Karte ist schon angenommen. Das ist ja wirklich. Das ist kein Joke. Ich mach ja, keinen okay. Spaß. Ja. Business ist Business, nichts Persönliches, nur mein Geschäft. So. Sensationell. Ist das schön? Das ist toll. Ich ja, also du hast an dir gearbeitet. Danke für 1,88 Meter. 1,88 Meter, du bist blond, eyes are blue, deine Augen sind blau. Skills modern dance and modern talking. Das ist richtig cool. Oder? Und wenn du jetzt tanzen willst, weil du willst dich tanzen. Ich einfach im Tanzraum. Und das ist für dich. So. Ja, klar. Ja, sehr gerne. Komm. Follow the leader, 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 follow the leader. Here we go. Follow the leader, 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 follow the leader. Here we go. Follow the leader, 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 follow the leader. Here we go. Follow the leader, 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 follow the leader. Ist das der Tanzraum? Here we go. Schlafe ich hier? Mhm. Ernsthaft? Ich schlafe hier wirklich? Ja. Ja. Ist es schlimm?
Nee, es ist schön. Weil wenn man das ausmacht. Normalerweise schlafe ich in Räumen, wo der Spiegel an der Decke ist. Aber ja, das ist eine Ungewöhnung. Ist anders. Ja, ist gut. Alles anders. Und dann aber, wenn du jetzt choreografierst, dann bucht dich zum Beispiel eine Fernsehshow oder eine Friedrichstadtpalast, wie jetzt zum Beispiel, was ja eine Riesennummer ist. Weil unglaublich. Genau. War unglaublich für mich. Es war wirklich unglaublich. Bei 2012 hatte ich meine erste Anfrage nach der Eurovision. Die habe ich gemacht mit Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut. Und wir hatten ja mehrere Songs und ja, das Publikum hat dann entschieden, dass es Stranger wird, der Song. Und dann war das wirklich so strange, die Choreo, die ist mir sehr gut gelungen, dass der Friedrichstadtpalast gedacht hat, wie nennt man diesen Stil? Fand ich super in der E-Mail, ich habe eine E-Mail gekriegt, wie nennt man denn ihre Stilistik? Was hast du geantwortet? Ich wusste es ja nicht. Anti-Style. Ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich sag, muss ich mir was ausdenken? Und wir haben ja immer Zeitdruck. Und dann hat sie gesagt, ja, jemand hat doch mal auf Facebook geschrieben, dass du Liquid Popping machst. Also so dieses, so weißt du, aber so ganz smooth und dann trotzdem so irgendwie flowst. Und das so Liquid und das, die Pops sind ja immer die. Und dann haben sie gesagt, ja, Liquid Popping, aber die denken, das ist modern. Da dachte ich, ja, das ist modern Liquid Popping. Haben wir so genannt, ne? Okay, und schon war eine Choreografie geboren. Nun ja, ein Stil. Ein Stil, genau. Eine Stilistik, eiskalt. Und der ist jetzt quasi, das ist jetzt der Name deines Styles, Modern Liquid Popping. Tatsächlich ist mir gerade wieder eingefallen, ich würde es irgendwie nie so übersetzen. Aber ist doch super. Eigentlich schon. Berlin ist deine Hut, ne? Ja. Da bist du jetzt schon beheimatet. Ja. Und glücklich auch. Ja, sehr. 2003 bin ich ja mit Seed im Tourbus umgezogen. Habe ich einfach kam ich mit meinem Seematsack an bei der zweiten Tour und die waren so, wohin bist du denn? Ich so, ich ziehe jetzt oben nach Berlin. Und die so, hast du eine Wohnung? Nee, noch nicht. Ich war 25, ne? Und was hattest du dann vor? Du wolltest mit deinem Seematsack dann einfach einmal gucken? Da wird ich dachte, ich schaffe, ich weiß auch nicht, ich habe mir irgendwie eingebildet, dass ich so Zeitungen im Bus mir anschaue und dann eine Wohnung finde. Aber es war damals, da hat man noch Wohnungen bekommen. Ich habe Wohnungen bekommen. Ja. Auch mit wenig Geld. Ich hatte immer eine Ofenheizung. So Wohnungen hatte ich. Das gibt es ja nicht mal in England. In England ist ja so, meine Mutter liebt das, immer Geld reinzuschmeißen. Sie will sich nicht abgewöhnen. Ich sage, Mama, ich zahle das. Ja, no problem, aber ich vertraue diesen Elektriker-Leuten dann nicht mit dem Strom. Ich glaube denen nicht, die ziehen uns da ab. Ich sage aber, immer einen Pound reinwerfen und wenn es leer ist, musst du zum Kiosk gehen. Das ist wirklich das System, ne? Dass man tatsächlich Bargeld reinwerfen kann und wenn das ausgebraucht ist, ist der Strom weg. Wenn du kein Bargeld hast, dann waren wir früher in der Wohnung im Dunkeln. Ist das passiert? Ja, wirklich? Klar, ohne Ende. Ohne Ende. Und in Deutschland hatten wir es nie sowas. Habe mich gewundert, da ist immer Licht. Ja, das ist schön. In Deutschland ist immer Licht. Ist immer Licht. Ja, es gibt wenige Leute, die außer man sieht es nicht. Mach einfach aus. Wirklich so. Essen wir noch was eigentlich heute vielleicht? Unbedingt. So. Aber jetzt sofort, oder? Also ich würde, ja, wenn du auch Hunger hast. Appetit habe ich. Dann lass uns so eine Kleinigkeit schnabulieren. Und anstoßen vielleicht. Au, ja. Oh, Hallöchen. Ach, das ist ja toll. Hier mit Trockenblume und so. Ja. Super. Cool, komm. Stoßen wir an. Ja. Auf den wunderbaren Tag und jetzt noch den wunderbaren Abend. Es ist mir eine große Freude mit dir, Nikita. Ernsthaft? Ja. Macht mir großen Spaß. Ja. Das ist so lecker. Sieht das schön aus? Ich bringe ja immer Geschenke mit. Ne? OMG. Wow. This is really good. Danke, das ging ja rucki zucki durch. Vielen herzlichen Dank. So. Ich will noch ein Geschenk geben. Weil ich kriege ein Geschenk? Ja, selbstverständlich. Weil nur Blumen ist eigentlich so wenig. Ich habe noch eins. Nee, das war ein richtiger Riesenstrauß. Ja, es ist ein schweres Geschenk. Ich habe das jetzt viele Kilometer hier nach Berlin getragen. What? Und das ist ja wirklich schwer und sieht das hübsch aus. Und es ist jetzt der ungeeigneste Zeitpunkt, es dir zu geben, weil eigentlich unser Essen kalt wird. Deswegen gebe ich das jetzt. Ich mache so, weil es so schwer ist. Es ist kein Antrag oder so, ne? Nee, ja, okay. Nee. Einen Antrag habe ich noch nie gekriegt. Da mache ich mir keine Sorgen. Naomi? Ja. Nein, Naomi Campbell-Buch. Ich raste komplett aus. Das war ein schönes, richtig schönes Coffee-Table-Buch. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich. Oh, wow. Ja. Ist sie nackig? She's naked. Totally. Aber das haben die ja retuschiert. Man sieht ja gar nichts. Ja, also. Weißt du, was das heißt, das Geschlechtsteil
Auf Jamaikanisch? Nein, was heißt das? Punani. Das ist aber ein schönes Wort, das klingt gut. Ich sag immer nur Punani. Punani. Ja, ist das ein Scheide, hört sich doch nicht so schön an. Ja. Das könnte auch ein Songtitel sein. Und jetzt ja, möchte ich aber... da gibt's viele Songs. Ja gut, das glaube ich. Und wie heißt das männliche Geschlechtsteil? Ding Dong. Aber Ding Dong, boah, ist das schön. Ding Dong, pass auf. Oh mein Gott. Das ist... Und die ist auch so schön, dass sie so kleinen Busen hat. Finde ich auch so ästhetisch bei ihr. Die hat das nie machen lassen. Kann man sagen, sie ist jemand, der dich sehr inspiriert hat. Ne? Mein Vater hat immer die, wie heißen die, Lev-Ordner? Ja, Lights. Lights, ja. Lev. Die Lev-Ordner hat er gemerkt, dass ich die so gern mag. Und dann hat er gesagt, wer ist der denn? Und meine Mutter hat gesagt, Klaus. Du weißt nicht, wer die Naomi Campbell ist. Das ist ein Topmodell. Und dann ja, hat sie wirklich, wow, ich flipp aus. Okay, das gucke ich mir in Ruhe an. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Spul zurück kurz zu meinem Vater, der dann gesagt hat, ach, das Kind liebt Naomi Campbell. Dann hat er die Leitsordner genommen, DIN A4 Blätter, gedingenst hier, die Löcher reingemacht und dann alle Bilder aufgeklebt. Ja, da hatte ich dann immer die Naomi Campbell, hab gesehen, ah, so schminkt man sich. Ah, für dunkle Frauen könnte ich so machen. Ah, das ist Contouring. Ja. Ich wusste schon, was Contouring ist. Aber das ist wahrscheinlich auch, soll ich das Zeug noch in die Tüte reintun, dann kannst du ja, später in der Tüte. Ja, kannst du mir alles geben? Ja, sehr gerne. Geht es? Wow, also ja. Das ist mal wirklich ein ganz krasses Geschenk. Das ist ja wirklich wie Geburtstag. Lass dich umarmen. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Freut mich sehr, dass es dich erreicht. Aber wie, du? Das tue ich gleich neben mich stellen. Sehr gerne, damit es... Ja, ich kann es auch hierhin verwahren, damit der Kellner nicht stolpert. Dann mach ich aber so. Ganz süß, wie du das, damit dir so. Keiner wegnimmt. Ja, erst mal hier, greif zu. So, nee, du bist doch mein Gast. Nein, du bist mein Gast. Pass auf drei und wir greifen zeitgleich. Eins, zwei, drei. Du hast schon reingebissen. Ich habe das Knusprige. Bei mir muss alles ein bisschen angebrannt sein. Wir sind aber gut knusprig. Mhm. Du hast es vorhin schon mal erwähnt, weil du gesagt hast, meine Eltern, ich habe ja zwei. Und dann denkt natürlich jeder, ja klar, Mama und Papa. Nee, du hast tatsächlich zwei Elternpaare sozusagen. Ja, ne? Ja, jawohl. Mutter in Birmingham ist dann sozusagen, der Vater war dann irgendwann weg. Also selbstverständlich. Ja. Alleinerziehende Mama von genau, drei Kindern. Alleinerziehende Mutter. Mhm. Und dann gibt es aber noch die Familie in Wermelskirchen. Jawohl. Die haben, das ist ja keine Adoption, du bist nicht adoptiert. Ich bin ein Pflegekind. Also ein Pflegekind warst du, das heißt die Pflegemutter in Wermelskirchen und deine leibliche Mutter, die kennen sich. Und mögen sich. Und war das von Anfang an so oder haben die sich erst mögen lernen müssen? Mögen lernen müssen wegen mir. Ja. Ich glaube, ich muss mal ein Schlückchen noch ja, trinken. Ja, selbstverständlich. Ne? Da sage ich nicht nein. Prösterchen. Prösterchen. OMG. Oh mein Gott, sieht das gut bist aus. Bist du? Ich habe vergessen, was ich bestellt habe. Was habe ich bestellt? Dorade, die ganze Dorade. Wow. Hat wirklich echt? Oh. Ja, genau. Kann sein. Aber dann nehme ich das. Dorade ist immer gut. Wow. Aber da muss ich jetzt keine Gräten irgendwie rausmachen. Okay. Ach, super, vielen Dank. Juhu. Das sieht aber auch toll aus. I love it. Ich mach mal so, ich stell es nach vorne. Soße. Ihr kennt mich. Extra vielen Soße. Dank. Bitte schön. Der ja, Reis, der Reis, der Reis ist heiß. Mach du zuerst. Hier. Ach. Der Reis ist heiß. Sehr gut. komm, mach mal einen Reisschwenk. Das erste Mal hat meine deutsche Familie mich mit zwei kennengelernt. Und nach England sind wir wieder mit vier. Und dann bin ich wieder gekommen, wo ich 6,5 war, wegen der Einschulung. Guten. Guten Appetit. Ich hoffe, es schmeckt dir. Super, jetzt schon lecker. Wirklich jetzt? Super geil. Und wie hast du, also hast du beide Mama genannt? Oder hast du sie dann beim Vornamen? Das ist eine, wo meine Mutter dann auch wusste, wow, she really likes her. War das für sie schwierig dann, weil das ein bisschen einfach ist? Weiß ich immer nicht, weil meine Mama nicht so offen ist. Okay. Ist sehr, sehr schüchtern. Immer noch? Also habt ihr das mal ausgesprochen dann irgendwann? Also verarbeiten ist in der Generation sowieso nichts. Ist auch bei meiner deutschen Familie null. Verarbeiten, wenn ich Sachen anspreche, dann bin ich die Verrückte, die Emotionale, die übertreibt. Weil andere Leute haben dieses Schicksal auch. Deine Familie hat dich irgendwann mal in Deutschland besucht, ne? Also natürlich öfter, aber irgendwann kam, ich glaube, an deinem Geburtstag. Oh ja. War das. Der wievielte war das, weißt du das noch? 12. Natürlich weiß ich es noch, ja. Und dann sind wir
Meine Oma wollte halt nicht nach Deutschland. Und meine Mutter hat gesagt, Germany is so nice. You need to come. Und dann waren wir alle da. Meine Tante, mein kleiner Bruder, der war 3. Mein Neffe war 1 Jahr, der war wirklich ein Knirps. Mein Bruder, der war der älteste Bruder, Jason, ganz ruhiger Mann. Meine Mutter und ich. Und also nur Kinder und 2 erwachsene Frauen. Und dann kommen wir am Hauptbahnhof an in Köln. Und dann hat meine Mama natürlich den super Vorschlag, sie muss shoppen gehen, weil sie das liebt. Und dann kamen wir raus, gar nicht so viel gefunden, aber meine Mutter war schon immer so, heute wird man sagen, oh, ist die Steuerberaterin. Weil die hat immer alle Zettel behalten, ne? Alle Quittungen. Weil man einfach weiß, dass man oft so angeschwärzt wird, dass man klaut. Das ist einfach so. Also mit Mann meinst du, dass... Dass die Gesellschaft denkt, Schwarze klauen und stinken. Das sind so 3 Dinger, die ich so gelernt habe. Ja, und dann kamen wir raus und sofort, wir waren wirklich so 10 Sekunden draußen gefüllt, ich weiß aber nicht genau, kam ein Polizist mit dem Motorrad, ist abgesprungen, ziemlich hektisch, hat nach dem Ausweis gefragt und hat meine Mutter gesagt, what for? Ja, das war schon. What for? Da lag die schon an der Wand gefühlt, halb auf dem Boden. Und also wirklich angefasst? Ja, ja. Brutal. Und zack waren alle anderen auch schon da. Also wir waren bestimmt 15 Polizisten. Wir haben einfach nur geweint, wir Kinder. Meine Mutter hat immer nur Schweinehund gerufen. Konnte auch nicht so gut Deutsch, aber Schweinehund konnte sie, das weiß ich. Und meine Oma, die weinte, bitterbös. Also so ein Schreien, so ein Weinen, wo du denkst, oh Gott, nein. Die bricht mir gleich zusammen. Und dann, das kennt man nur aus Filmen, ich wusste ja gar nicht, wie das ist, wenn man abtransportiert wird. Wir machen immer so den Kopf so runter irgendwie, so ganz doll. Und es war richtig brutal. Also die haben mich, ich war gerade 12 geworden, richtig brutal behandelt. Es wurde sich lustig gemacht, es wurde immer nur Neger gesagt. Oder wenn die sie Polizisten nett waren, haben Neger gesagt? Oh ja. Und dann wusste ich, ich muss was machen. Dann habe ich gesagt, ich habe einen Anruf. Ich weiß auch nicht, was da war. Ich habe es wahrscheinlich im Film gesehen. Aus dem Film, ja. Muss? Ich habe einen Anruf. Und dann haben die mich angeguckt. Und haben die gesagt, die Whitney, haben mich dann genannt, nicht Neger mehr. Die Whitney hat was zu sagen. Und dann habe ich meine Eltern angerufen. Und die waren ja schon am Hauptbahnhof und haben auf uns gewartet. Und dann waren die wieder nach Wermskirchen. Und damals hatten wir kein Handy. Wo seid ihr? Ich sag, wir sind in der Polizeiwache, ich weiß nicht wo. Oh Gott, das war mein Geburtstag, ne? Das fand ich ganz schön, dass meine Mama das mal gesagt hat, dass sie da wusste, ab dem Tag, Nikita ist safe, sie kann für sich selber einstehen. Die hat das Richtige gemacht, die hatte den Mumm. Ich kann loslassen mehr. Die schafft das. Und dann hat sie gesagt, oh krass, Niki. Und wir waren nie bei der Therapie, hat sie gesagt. Ich so, dass meine Mutter das sagt. Möchtest du eine Umarmung? Ja. Möchte ich immer. Oh, sorry. Ist nur klein, mini. Ja, höre ich oft. Hast du bei der Begrüßung oben auch gesagt? Ja, ich weiß, es ist geil. Man hat doch immer seine gleichen Sprüche, ne? Ja, stimmt. Ich ja. auch. Auf dich. Auf uns. Hör mal, du, das war wirklich. Ich werde ja immer müde nach dem Essen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich sorge mich die ganze Zeit. Ich frage mich wirklich, also schlafe ich wirklich jetzt in diesem Tanzsaal? Das ist dein Ernst, ne? Ja, aber du sollst dich nicht sorgen. Wir haben wirklich was Tolles besorgt, was wir zusammen gemeinsam aufbauen werden. Mhm. Ein bisschen aufregend. Ein Ferienlager. Und schläfst ja. du zu Hause oder schläfst du dann bei mir? Nee, ich schlaf zu Hause. Okay. Dann werde ich aber noch hoffen dürfen. Ja. Hoffen stirbt zuletzt. So. So.
doch zu kurz. Ich gehe darauf jetzt nicht noch mal ein. Entschuldigung. Dafür, dass diese Nägel irgendwie 18 cm lang sind, bist du übertreiber. Sehr geschickt damit. Hör mal, alles macht man, die fragen auch immer, wie kannst du wählen, Sascha? Seit wann wählst du denn mit deinem Nagel? Ich mache es mit der Fingerkuppe. So. So. Ach, das ist ja schon fertig. Ja, fast, aber so kann ich ja nicht da rein. Oh, das ist aber, ich habe mich vertan. Scheiße. Nee, du, das ist okay. Also, Ach, das geht noch weiter nach hinten. Nikita, wie groß glaubtest du denn, bin ich? Guck mal, wenn ich jetzt die Romantik ranhole, mach ich gleich. Erstmal die, genau, die Kissen. Romantik? Oh, was heißt, du kommst die Romantik rein? Guck mal, ich habe auch so gemacht, damit das schön aussieht hier so. Ein bisschen Farbe mit ins Spiel holen. Das ist viel, viel besser so, ja. Ich mach Licht aus. Ja. Ein bisschen zumindest. Schau mal einer an. Ich habe noch ein bisschen Romantik, weil du willst ja nicht dieses Neon-Werbelicht haben. Das will ja auch keiner. Ich habe hier Lichterketten. Schau mal. Wir brauchen eine Eingewöhnungsphase. Es brennt! Nein, nein, das ist romantisches Licht. Gut. Ah ja, doch, mit Lichterkette ist besser. Bleib jetzt einfach hier, ne? Und du gehst dann einfach heim jetzt. Irgendwie habe ich jetzt voll schlecht Gewissen. Hast du auch einen Schlafanzug? Ich habe hab meinen Frottee-Schlafanzug dabei, ja. Zeig doch mal. Die, nee, das ist mir peinlich, weil das Was? Sind nicht peinlich. Da ist Heidi drauf. Klum? Nein, aus den Bergen die. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, Heidi. Denn hier oben bist du zu Haus. Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein. Heidi, Heidi, brauchst du zum Glücklichsein. Halladahili, 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 Das war ja mein Song, dass du Heidi sagst. Hast du wirklich? Ja, ich habe wirklich einen Heidi-Frottee-Schlaganfall. Wir haben wirklich einen Heidi-Frottee-Schlaganfall. Warum? Weil das coolt mich down. Der Gesang wird mir... Das coolt mich down! Das setzt mich zurück in meine Kindheit. Mich auch. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Ich gehe da jetzt schon mal rein. Ja, du kommst, du findest hier alleine raus. Hör mal, meinst du, ich kann dein Heidi-Kott-Dingens sehen, wenn die Kameras aus sind? Ich bin so neugierig. Ich finde das so geil. Vielleicht zeige ich dir. Ich habe sowas noch nie gesehen. Mein Ziegenpeter. Du Sau. In England sagen wir good night, sleep well, God bless you. Sleep well. Bye bye. Das habe ich extra für dich bestellt. Das sind Friedenstauben. Die Witze. Frühstückstauben sind das. Guck mal, komm, wie die drei hier. Kuckuck. Hi. Ich bin immer gerne laut. Sollen wir hier reingehen oder sollen wir uns hinsetzen? Nö. Hier, ne? Draußen. So siehst du wenigstens was. Take a seat. Thank you, my darling. Oh. Da könnte ich die Decke aber doch haben. Selbstverständlich. Ist dir kalt? Ja. Möchtest du die so über die Schultern? Wir haben mehrere Decken. Über die Schultern ist eine super Idee, wa? Oder? Wieso die, würde ich nie drauf kommen. Wie so ein Festival ein bisschen. Geil. Komm, jetzt noch sieht ein bisschen schicker auch aus. Das ist echt, weißt du, wenn du so eine olle... Das macht man doch nicht da rein. Fließdecke trägst, sieht das schon wieder nach Haute Couture aus. Findest du? Ja, bei mir sieht es aus wie so ein Bettler. Bei mir bei auch. Dir, aber danke. Wie, und es passt farblich. Es hat alles was mit der Haltung zu tun. Hi. Wow, die Tänzerin. Wieso kriegst du jetzt schon einen Kaffee und weißt schon, wer weiß denn der, was du einen Kaffee trinkst? Ich komme ja hier regelmäßig hin. Das liebe ich ja an so. Weiß ja auch, was ich Wenn man Kaffee Kunde hin? Ist, dann ich liebe das. Als Kunde so ein bisschen so dieses Gefühl zu haben, die haben mich lieb. Ne? Und auch wenn ich dafür zahle. Liebe ist, ja, natürlich, die haben dich aber auch wirklich lieb. Nicht, weil du dafür bezahlst. Die zu sagen, wie immer. Das mag ich auch total gerne. Ja. Aber es ist fast ein bisschen dörflich hier in so einem Kiez. Ne? Muss also ich irgendwie, man kennt so die Leute. Du winkst ja auch ständig irgendwelchen Leuten und so. Also man sagt, Bernke! Den kriegst du als erstes, du bist ja unser Gast. Vielen herzlichen Dank, das ist sehr nett.
Die sind alle sehr nett hier. Das riecht schon. Ist das für, das ist aber sehr viel. Ist das für uns beide? Nein. Ich teile mein Essen sehr ungern. Da muss ich wirklich sagen, ich liebe teilen, und, aber ich nicht essen. Ja, einfach weil es dir dann zu wenig ist? Mhm. Oder weil du gerne bestimmte Teile haben möchtest und dann Angst hast, dass es mir zu wenig ist. Aber hast du, weil du natürlich, du hast ja auch mit der Modelbranche zu tun gehabt, ja, als du bei Heidi warst. Hast du da auch dann, werden die anderen an einem Minzblatt, sich für eine Woche eingeteilt haben, hast du dann auch gesagt, ist mir egal, ich esse jetzt eine Tafel Schokolade. Das ist ja so witzig, ne? Die essen ja kein Minzblatt. Ne, wir reden immer über die Models, aber was ist denn eigentlich mit den, Skifahrern und was ist mit den Formel-1-Fahrern? Ja klar, was, auch. Wir reden immer nur über die Frauen, die nichts essen. Aber das ist halt auch so ein europäisches Ding, tatsächlich. Ja. Weil wenn ich nach Afrika gegangen bin, dann sahen die Frauen ganz anders aus. Und ja. Die Männer fanden das auch einfach nur geil. Ja, genau. Also wenn die Frau da mit dem dicken Booty kam und dann alle so, wow! Und sie so, nein, noch. Ja, was, ja, also so selbstbewusst so, das hat schon was mit unserer Kultur zu tun. Aber das ist genau das, ne? Das Selbstbewusstsein. Also das, aber die brauchen wir auch von dem Mann. Der Mann muss dann auch ganz klar sagen, hey, du siehst toll aus, wie du aussiehst. Ja, klar. Und hör mal, dein kleines Bäuchlein, I love it. Manche kriegt noch Pancakes. Ich will jetzt ein Stück davon essen, weil es wird immer kälter. Aber komm, isst du das doch einfach. Doch, komm. Ich will sehen, wie du es isst. Komm. Wir essen es zusammen. Komm, oder kann man die nicht so teilen? Und dann teilen wir. Pass auf, du kriegst. Den anderen Teller kannst du für dich alleine haben, aber wir teilen uns den. Nein, auch Käse. Oder? Aber nur, weil das Fernsehen dabei ist. Oh, Käse. Oh, yeah! Ah, jetzt, wo wir teilen. Jawohl! Sensationelles I'm Timing. Happy. Thank you. Vielen Dank. Wir machen so. Das ist meins. Ist alles deins? Nein, das ist deins auch. Und ich will auch noch kalte. Komm. Ach, bist du lieb? Kalt, musst du aber machen. Ich muss gar nichts sehen. Außer sterben, sagte mein Vater. Was wollen wir denn heute noch machen? Was würde dir denn Freude bereiten? Ein bisschen was mit Kultur. Sehr gut. Lange. Was ich hier total schön finde, ist halt dieses Black and White. Ja. Die sehen das nicht. Die sind einfach Kinder. Mhm. Ich hatte auch vor kurzem ein Interview und haben mich Kinder interviewt. Ach, wie schön. Wirklich. Ein Kind war 5 und es waren Geschwister und das andere Kind war 9. Und dann dachte ich, ich zeige dir mein Buch, wo ich klein war. Da sind ja Bilder drin. Und damit kriege ich die oft. Und dann hat der Kleine mich gefragt, auf einem Bild, wo ich das Mädchen bin und das andere Mädchen ist hell. Wer von denen bist du? Sweet. Es war mehr als sweet. Ich musste sofort meine Tränen unterdrücken. Ja. Weil das ist wirklich colorblind. Ja. Das gibt es ja ganz selten. Hm. Das ist geil. Aber Kinder haben egal wie Spaß, ob sie Schuhe anhaben oder nicht. Wie ist denn, weil wir gerade so viele süße Kinder sehen, ist das eigentlich jemals ein Thema für dich gewesen? Kinder zu bekommen? Kids, ja. Ja, das war ein ganz natürliches Thema. Aber man kann ja nicht alleine ein Kind gebären. Also, kann will ich man? Nicht. Also tun muss man sogar, alleine ja. gebären muss ja, man. Ja, das Frauen, ja, wir kommen ja alle von Frauen, ne, sag ich. Ja. Aber ist das vom Tisch oder ist das immer noch was, wo du sagst? Es geht, wenn es geht. Ich würde dir gerne was zeigen, wo ich echt super stolz drauf bin. Hast du Lust? Natürlich habe ich Lust. Wir sind ja nicht einfach so im Friedrichstadtpalast, sondern du hast ja schon gesagt, hier ist, zweimal hast du hier eine große Show choreografiert. Das ist ein Kompliment. Das ist ein Kompliment, ja. Und vor allem, wenn der Friedrichstadtpalast kann ja alle anrufen, ne? Ja, genau. So. Und die kommen auch alle. Und dich hat er zweimal angerufen. Mhm. Ja. Und das ist natürlich super cool. Und das zweite ist ja relativ aktuell, ne? Das ist jetzt ums Eck. Und das erste Mal war es, wie kann man sagen, recht kam es unerwartet, ne? Ja, es kam total unerwartet, weil wenn man jetzt keine Ausbildung hat und Tanz einfach nicht so gelernt hat und keine Urkunde hat, ja, um nachzuweisen, ich bin jetzt Profi-Tänzerin, dann ist das immer so ein bisschen, ja, man wurde halt immer belächelt als
könnte ich nicht wirklich die Dinge, die und das stimmt auch, ich kann auch viele Dinge nicht, die Schüler können, also Menschen, die Tanz lernen und studiert haben. Was kannst du nicht? Du kannst doch alles. Ich kann keinen Spagat. Ich kann einiges nicht, aber ich werde es jetzt nicht beim Namen nennen. Ich glaube, das ist nicht gut für meine Marke. Und, aber ich kann vieles nicht, tatsächlich. Und wenn du jetzt choreografierst, dann bist du ja der Chef im Ring. Also das heißt, da müssen diese TänzerInnen müssen tun, was du ihnen sagst sozusagen und mit dir eben diese Choreografie erarbeiten. Mhm. Hat es da jemals eine Rolle gespielt, dass du sozusagen self-made bist und weil, ne? Schon, hat eine Rolle gespielt. Aber die haben dich doch immer als Autoritätsperson. Nein. Das heißt, du musstest das beweisen, auch denen gegenüber. Ja, und so war es auch 2012 tatsächlich. Ich habe ein Warm-up gemacht und habe einfach meine Musik angemacht, so was ich halt so fühle und empfinde. Und das war halt neu hier im Haus. Dementsprechend war es auch so für die Tänzer so, okay, jetzt versuche ich cool, weiterhin cool zu sein. Und das ist mir ja nicht gelungen, logischerweise. Und zeige die Choreografie nach dem Warm-up. Und auf einmal kommt ein junger Mann an der Seite, sehe ich den an der Seite, der tanzt nicht mehr. Der geht immer weiter nach vorne zu mir und steht da so in der Tights. Und versteht die Welt nicht. Warum? Ja, hab ich mich auch gefragt. Ich dachte, wie unverschämt. Also wollte der mit, hat er dich nicht ernst genommen oder was? Oder was war die? Ich hab gedacht, was macht die da? Ja. Was soll das? So. Und da warst du verunsichert? Sehr, aber auch sauer. Dass ich dann gesagt habe, stopp, Musik aus. Musik ist aus, habe ich gefragt, can I help you? Kann ich dir helfen? Er hat gesagt, I don't understand what you're doing. Also so auch so mit der Hand so abwertig. I don't understand what you're doing. Und dann habe ich die gefragt, wo das Problem liegt. Und dann hat er gesagt, I don't get it. On what do you dance? Huh? You don't count. Und ich gesagt, it's so easy. Let me tell you. I dance on the music. You dance on the counts. On the counts heißt auf das Einzählen. Auf das es gibt dieses. Und ich tanze auf die Musik. Ja. Wie wäre es denn, wenn du auf die Mucke hörst? Ja. War natürlich Shutdown, ne? War ich ja ganz stolz, war ich happy. Hab ich direkt gemerkt, so. Ich so, okay, wir können eine Sache machen. We can have fun while dancing, while doing this show. Or I can be totally strict and be like any asshole. Ja. So, ich kann auch Arschloch sein wie alle anderen. Ja. Also habe ich schon so Lächeln so gehört. Ich so, and if you like, we can learn to dance on the music. How do you feel about it? Ja. Oh, it's great, great, it's super. Auf einmal. Friedrich Stadtpalast ist ja nicht, das ist ja nicht Aula gar genau. Nein. Obwohl es da bestimmt auch schön ist. Sondern das ist eine große Nummer. Ne? Absolut, und das schon sehr, sehr lange. Ich würde gerne noch ein bisschen, was kannst du mir noch zeigen hier? Wie wäre es denn mit dem Ballettsaal, wo wir trainieren? Das ist für mich. Wo geackert wird, wo geschwitzt wird, wo die Magie entsteht. Okay, dann let's go. Okay, schon war's wieder. Nein. Warte. Nein, mit Sack und Pack. Wenn schon okay, dann sage ich ja auch Tschüssikowski gleich. Nee. Doch. Beides nicht geil. Oder? Ob ich mir diese Maske mal leihen kann für privat? Ah, du Sau. Ich weiß genau, was du vorhast. Scheiße. Wenn wir mal Currywurst essen gehen, haben wir. War sehr schön mit dir. Ich fand's auch sehr schön. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr über Modern Liquid Popping erfahren. Aber ich werde das heimlich vom Spiegel üben. Danke. Lass mich nicht untergehen. Nein. Pass bitte gut auf dich auf. Das mache ich, auf jeden Fall. Ich habe wirklich ein super Team. Das ist auch sehr, sehr schön, dass ich nicht alleine bin. Dankeschön. Es war echt ein Fest. Danke. Sehe ich genau. Auch ein geiles Team, was du so hast. Ja, aber ich lobe die nicht zu sehr. Die sollten auch noch auf dem Boden bleiben. Ne? Alles klar, ja. Doch, du hast recht. Mach's gut. Gute Fahrt. Danke. Und ich bin gespannt, wie das Produkt dann aussehen wird. Das wird super. Das sagen sie alle. Tschüss. Oh. Tschüss, Nikita. Zeig mir deinen Gang. Ja, schön. Ich gehe ein bisschen in Zeit. Und jetzt ganz natürlich. Eine Sache wäre da noch.
Also mir hat es Spaß gemacht. Vielleicht hat es euch auch Spaß gemacht. Es gibt nämlich noch weitere Folgen, Krause kommt. Zum Beispiel in der ARD-Mediathek. Oder hier in diesem YouTube. Guckt einfach mal. Ich will's machen, aber ich habe alles schon gesehen. Dann war's das jetzt, oder? Ja, dreh Schluss. Danke.